Wenn die Runden kürzer werden, zum Beispiel bei einer solchen Mütze, wo die Maschen dann am oben viel, viel weniger werden, musst du natürlich irgendwie um die Runde kommen. Und das geht selbstverständlich, indem du hier auf ein Nadelspiel wechselst oder zum Beispiel auch auf die Adi Crazy Trio. Das geht aber auch mit einer Wunderschlinge. Und wie diese Wunderschlinge funktioniert, möchte ich dir jetzt zeigen. Du siehst hier, die Maschen sind schon relativ weit auseinander. Die werden jetzt also durch die Rundnadel ganz schön gezerrt. Und wenn ich so weiter stricke, dann macht das keinen Spaß. Deswegen bildet man eine sogenannte Wunderschlinge. Und zwar mache ich das, indem ich die Maschen halbiere. Ich mache das jetzt mal hier in dem Fall nur ein bisschen grob. So, ich halbiere die und ziehe mir rechts und links hier eine Schlinge raus von meiner Rundnadel. Da ist die Schlinge rechts und da ist die Schlinge links. Das nennt man Wunderschlinge. Wenn ich jetzt hier weiter stricken möchte, ich hänge mir immer meine kleinen Finger hier in die Schlingen rein, damit ich das einfach besser finde und damit die sich auch nicht zuziehen, die Schlingen. Und dann stricke ich hier einfach ab, während wirklich meine kleinen Finger hier hinten in der Schlinge drin hängen. So, da bin ich hier schon weiter. So, jetzt stricke ich natürlich bis dahin ab, bis ich zur Schlinge gekommen bin. So. Das kann ich jetzt fallen lassen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich halte natürlich hier fest, dass meine Nadel nicht runterfliegt. Ich ziehe mir hier hinten an der Schlinge raus, sodass die Nadel hier vorne wieder in Arbeitsposition kommt. Drehe mir das dann zu mir hin und stecke mir hier hinten schon wieder den kleinen Finger in die Schlinge rein, damit ich hier vorne rausziehen kann und damit sich hier hinten die Schlinge nicht komplett zuzieht. Dann ziehe ich mir hier vorne auch wieder meine Schlinge raus, schiebe die Nadel in Arbeitsposition und kann jetzt hier vorne weiter stricken. Und da stecke ich auch wieder meine Finger rein, dass ich da auch wieder ordentlich arbeiten kann. So, hier habe ich einen Faden angesetzt, den stecken wir natürlich mal rein. So. Und wenn ich jetzt hier auf die Art und Weise schön weiter rumstricke, so, komme ich natürlich auch hier wieder ans Ende und auch da Nadel fallen lassen, hier die Schlinge wieder hinten rausziehen, wieder zu mir klappen, Finger wieder rein, vorne wieder die Schlinge ziehen. Nadel wieder in Arbeitsposition und dann kann ich hier weiter stricken mit meiner Wunderschlinge. So, ich zeige euch das gleich nochmal. Das, was jetzt hier rechts und links rauslugt, das nennt man Wunderschlinge, weil man eben damit mit einer ganz normalen Rundstricknadel auch kleine Runden stricken kann. Ihr seht, die Maschen liegen eng beieinander und liegen bequem und dadurch, dass ich hier rechts und links rausgezogen habe, haben sich hier diese kleinen Schlaufen und diese kleinen Schlingen gebildet und diese nennt man Wunderschlinge und mit denen kann man prima solche kleinen Runden stricken. So, ich hoffe, mein kleines Video zur Wunderschlinge hat dir gefallen und es hat dir jetzt erklärt, was eine Wunderschlinge ist und wie man damit arbeitet. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du ein Däumchen nach oben drückst oder wenn du ein Abo dalässt, falls du es noch nicht getan hast. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.